Hallo und herzlich willkommen zurück in der verrückten Avokalypsen-WG. Heute wieder mit dabei der Shadow, Hallöchen. dann Wildgeist, Hallo. dann Darkseid Guten Tag. und auch der Zero. Hallo. Jo, was sind die Pläne? Was machen wir heute? Heute wollen wir von der alten Hütte mal ein klein wenig unser Material zurückholen, was wir noch da gelassen haben. Stimmt, da haben wir noch einiges, was wir mitnehmen können. Ich denke mal, es wird am sinnigsten sein, wenn wir geschlossen einmal alle gehen. Ja. Und dann müssen wir halt gucken, was wir wirklich brauchen. Kann mir jemand beim Ablegen helfen, bitte? Ich kann nur droppen. Ach hey, Sekunde, ich komme vorbei. Da los. Dann kropp mal. Drop, was du droppen kannst. Sind ja Gummibälle, was er da rauswirft. Leid. Bin auf einmal. Das ist ein Wildgeist? Ach, da ist er. Wo soll er denn sonst sein? Was das? Meine Maus will es nicht loslassen. Nein! Wir könnten dich spontan töten und looten. Ah, da. Aber dann doch auch nur was unten im Gürtel drin. Seit wann hast du eine Skibrille auf der Fino? Die ich hier gefunden in der Nähe. Ah, ja. Da war wohl mal ein Skigebiet. Genau. Ich sag's ja, ich will irgendwann hier ist in im den Winter Schnee garantiert schön. Hoch. Falls hier einen Winter gibt. Ja, wie die Sachen einfach nur auf mich zufliegen. Alles gut. Okay, dann sortiere ich mir hier schnell ein bisschen ein. Okay, was heißt sortieren? Am besten alles reinmüllen und ich räume nachher auf und mache neue Kisten. Das ist gut. Ja, das ist. Stimmt, so eine klingt schöne nach einer Kiste Aufgabe, ist immer oder? gut. So, der kann schon mal weg. Oh, der Herr hat Antibiotika dabei gehabt. Das ist gut. Tja. Haben wir doch irgendwo gebratenes Fleisch? Ja, zweite Kiste. Von rechts. Genau, da ist einiges an Fleisch. Und irgendwer. So. Ich werde mir jetzt eins von den Antibiotikas klauen. Blablabla. Wieso bist du infiziert? Nö. Aber ich möchte gern ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Ausdauer haben. Naja, das bringt aber mit dem Antibiotika auch nicht besonders viel, oder? Doch. Huch. Okay, musst du mir wohl die Tür nicht vor der Nase zuknallen? Okay. So, jetzt fehlt nur noch der Wildgeist. Auch da. Hä? Wo? Da ist er. Da ist er, okay. Na dann los. So. Ab nach Hause. Also ins alte Haus. Seid ihr alle da? Eins. Nein. Aha. Einmal durchzählen. Eins. Okay. 20. 20 ist zu viel. Funktioniert ja prima, das mit dem Durchzählen. Gut, dann halt 97. Töten wir es oder lassen wir es leben? Wir das füttern. Entschuldigung. Das war eine Antwort. Ja, ist halt doof. Dann fehlt uns jetzt zwei Trageplätze. Naja. Also ich sag mal, das... Außer wir haben noch Kaninchen zu Hause, das weiß ich. Nee, das habe ich komplett mitgenommen, aber Animal Hide kannst du eigentlich weglassen. Wir haben da, glaube ich, drei Stacks von. Ja, vor allen Dingen haben wir drei Stacks Leder. Wer rennt denn da vorne weg? Ja, wirklich, wer rennt da schon wieder? Ich. Wir gehen gemütlich. Das soll hier ein Spaziergang werden, Mrs. Genau, nicht, dass wir das ist aber schon 15 Uhr. Haben. Das macht nichts. Ja, euch vielleicht nicht. Ich bin die Erste, die stirbt. Weiter vorrennen. Das übernehme ich schon. Genau. Streitet euch drum. Treff einfach nicht. Stirb! Was willst du denn erschießen? Zombie.
Links oder rechts am Fluss vorbei? Am Wasser vorbei? Links an der Klippe lang ist er am besten. Okay. Weil wenn du da ein bisschen... Kann ein Zombie hören. Wenn du flitzt, dann kommst du eigentlich ganz gut durch. Wer schwimmt? Zero. Zero. Das bin ich. Mach gerade meinen Freischwimmer. Der muss sich baden, der fühlt sich so dreckig. Das braune Seepferdchen. Hm. So, nicht, dass einer ins Loch dann reinfällt, ne? Ja, da gibt's eine Cave. Also so eine Höhle. Okay. Schwein. Aus der Schussbahn. Das ist das Schweinleben. Das ist doch das Schweinleben. Nö, nö, das Schwein muss sterben. Wer ist das? Delfino. Ne, Darkseid. Na, vielen Dank auch. Ja, mit diesen Bandanas seht ihr alle gleich aus. Ich hab aber Möpse. Außerdem. Du willst mir also erzählen, dass Delfino genauso große Möpse hat wie ich, ja? Ist das jetzt ein Kompliment für mich oder eine Beleidigung für Delfino? Das liegt immer dann doch eher andersrum, oder? Ja, ach, keine Ahnung. Da könnte er recht haben. Verdammt. Erst denken, dann reden. War noch nie meine Stärke. Nein, reden ist pauschal immer gut. Ich hab es totgeboxt. Das Schwein? Was, das Kaninchen? Ja. So. Erst erzählen sie mir alle, wir laufen gemütlich und dann rennen sie mir davon. Ich versuche hier nur Anschluss zu halten. Richtig, weil immer irgendwer wegrennt. Irgendjemand dem Schwein hinterher rennt. Ja, bei mir ist das Problem, das ist entweder Zombie, rennen oder stehen. Nein. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Na gut, dass ich stehen geblieben bin. Auf was schießt du da schon wieder? Ich weiß es nicht, ich schieße einfach. Okay. Ach, das ist ein Müllsack. Du schießt auf Müllsäcke? Naja, es sah so aus, als würde einer stehen, dann einfach mal spontan in die Richtung halten. Ui. Das hätte jetzt schief gehen können. Stimmt. Ui, 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 ui. Da ging es doch ein Stück runter. Hey, da ist ich kann unser Zuhause sehen, ich kann unser Zuhause sehen. Ah, unser Zuhause. Du hast einen Hund gehört? Oh, das könnte aber auch lustig beim Hüpfen gewesen sein. Schnell weg. Da wachsen Baume. Baume hätte den nicht gelassen. Haben dort irgendeiner mal Bäume angepflanzt? Ja, das war ich. So, das große Looten. Eine Kiste habe ich schon mal leer gemacht. Ah, gut. Was haben wir da? Ah, die ganzen Waffenteile sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, oder? Oh ja. Pack ich da mal ein. Was geht um? Okay. Ach, Zero? Hier ja. In der einen Kiste ist ein Brustpanzer drin. Den könntest du vielleicht anziehen. So, ich bin voll mit Waffenteilen. So. Wir hatten ja 2,5 Kisten für die Waffenteile mittlerweile schon. Okay, da können wir ja dann mal ein bisschen aussortieren vielleicht, wenn wir dann die haben. Mhm. Aber erstmal alles mitnehmen. Hat jeder einen Schlafsack drüben? Ich nicht, ich nehme hier einen mit. Oh, die ganzen Nahkampfwaffen hier müssen wir noch mitnehmen. Nö, müssen wir was mit den Leuten, die heute nicht da sind? Ja, stimmt, ein bisschen was sollten wir da lassen. Ja, ein bisschen. Sonst haben die hier überhaupt nichts, wenn die hier spawnen. Okay, ein paar Nahkampfwaffen. Und dann uns nachreisen wollen. Okay, so. Zumindest von der Grundausrüstung sollte man da lassen. Genau, alles was Müll ist, lasst mal da. Ja, zumindest eine Waffe. Ja, ich kann leider schon wieder nur droppen und nichts zurücklegen. So, ich lasse meinen ganzen Arm Nahkampfwaffen da, einen Bogen lasse ich mit da. Also ich habe jetzt noch genau einen Platz. So, hier ist noch Zeug mit drin. Was haben wir denn hier? Oh, das nehmen wir noch ein Stack von dem Murky Water. Darf ich Bücher von euch lesen? Ja, sicher, die sind alle schon. Ja, genau, die in der Kiste sind alle freigegeben. Kann jeder sich bedienen. Nehme ich jetzt noch ein Stack Murky Water mit. Kann man ja dann abkochen. Dann bin ich jetzt voll. So,
Dann treten dann wir den Rückweg an. So. Alle raus? Ich mach die Tür zu. Mhm. Haben wir jetzt alles? Jo. Dann ab nach Hause. Genau. Dann haben wir es eh. Ins Neue. Ins Neue. Das freut mich so. Genau, wir müssen noch ein paar Bäume noch anpflanzen, damit es wirklich eine Waldhütte ist. Jetzt erstmal noch vom Fluss wegbleiben. Mhm. Warum? Weil sonst wieder die Viecher rüberkommen. Da ist eine Wespe. Eine Hornisse. Wie auch immer. Ein Sumsebrumm. Ein gestreiftes, hässliches, böses, gemeines, pieksendes, Ding. Insektiges. Ja, das ist Sumsi. Sumsi rettet die Fremde. Irgend so eine Bank oder Sparkasse hatte das mal als Maskottchen. Sumsi oder so. Ja, Sumsi ist ein Kinderhörspiel. Ja, es gab auch eine Biene, Wespe, Hornisse, keine Ahnung was das war. Ja, ist ja das dunkel. Hat sich Sumsi genannt. Ja, es ist erst 15:40, das geht noch. Oh, nee. Das geht. Wann ist wirklich finster? 19 Uhr? Ja, nee, aber... 18:30 glaube ich. Genau, ab 18:30 fangen sie an zu rennen, die Jungs. Ah, okay, dann gut, dann haben wir aber noch genug Zeit, oder? Jo. Zum Glück ist ja der Weg nicht so weit. Wer hat denn den ganzen Gravier mit eingepackt? Ich. Okay. Sehr gut. Das wo seid ihr? Ah, da hinten. Hoffe ich zumindest. Ja, das war ich. Raff. Sonst wäre die Frau sauer geworden. Sonst kann ich doch keine Mauer bauen. Und alles, was wir nicht brauchen, was zu Scrap Iron werden kann, muss zu Scrap Iron gemacht werden. Und in den Ofen geschmissen werden. Wenn ich leer bin, würde ich dann eh wahrscheinlich mal schnell runtergucken in die Höhle, wie es da ausschaut, ob es da irgendwas Besonderes gibt. Und dann das gegebenenfalls mitnehmen. Ja, das ist unsere Wand. Hä? Ah, es ist unsere Wand, richtig. Die Steilwand vor der Hütte. Also, das ist unser Orientierungspunkt. Nicht ins Wasser hüpfen, da bricht man sich gerne mal die Beine. Nee, ich stinke nur. Na, bist du jetzt im Wasser? Haben wir eigentlich eine Zementmold? Nö, aber wir haben genug Steine, dass man eine macht. Nicht. Also Lehm, meinst du jetzt? Nein, die meine ich doch, ja. Da ist auch Leben. Ja, da hatten wir, glaube ich, noch ein bisschen was über den Stack da. Hui. Kaffee hatten wir noch, oder? Ja, der ist im Kühlschrank. Gut, weil ich will mal dann zwei Kaffee mitnehmen, falls ich in der Höhle Eisen finde zum Abbauen. Haben wir eigentlich schon eine Forge im Haus? Nee, ne? Nee, glaube nicht. Aber es können, glaube ich, alle außer Zero können das Rezept, glaube ich. Also ich kann's auf jeden Fall. Ja, also... Das ist das geringste Problem. Ja, ich kann's. Stellen wir die dann hier unten hin? Wo sie im letzten Haus auch schon stand? Nö, ich würde sie hier oben neben die Dings stellen. Okay. Hier irgendwo ist nicht... Wir haben doch Lampen hier, die leuchten. Nehmen wir einen Kühlschrank ist Platz oder nehmen wir einen Herd? Neben einen Herd. Genau. Den Grill, den packe ich mal ganz nach rechts mit rein. In die Medikiste. Dann baue ich jetzt mal eine Forge. Oder soll ich zwei bauen? Wo, soll ich hier das Schmiedekram hinpacken? Ich glaube, wir brauchen noch Kisten, oder? Richtig. Bevor wir irgendwas irgendwo hindern. Kann leider wieder nur droppen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bis zwei Ersatzteilkisten für die Waffen. Ich packe jetzt hier erstmal was ein, damit ich Platz habe. Links. So, platziere ich oben noch schnell mein Bettchen. Die da hinten? Oh nein, da ist der Zaun im Weg, ich kann sie da nicht hinstellen. Ja. Mach den einen Zaun weg. Hatte ich solange keiner runterfliegt. Ja, da steht dann die Forge. So. Ja gut, passt. So, hier müsste die Leiter sein. Jo. Und alle Short Iron Pipes zu mir.
mache jetzt noch Kisten. Brauchen wir denn noch Kisten? Große Kisten. Hat irgendeine Iron? Warte mal. Ich glaube, das habe ich. Zwei Iron Linknuts. Nee, das bringt nichts. Dann gehe ich jetzt mal schnell los. Na, irgendwer sollte mal große Kisten machen. Ich brauche irgendwas, was ich in die Mitte legen kann, sonst kann ich da nichts draus basteln. Dosen, Verbände. Habe ich gerade alles nicht in der Hand. Munitionsteil. Nö, ich habe gerade gar nichts in der Hand. Ich bin voll mit Waffenersatzteilen. Ich mach schon. Kaffee. Irgendwo habe ich. Kühlschrank war einer. Oder sollte einer sein? Schauen wir mal. Ja, für 14 Portionen haben wir im Kühlschrank. Haben wir irgendwo noch Platz? Nee, die Kisten werden gleich aufgebaut. Irgendwer müsste eine große Kiste machen, dann kann ich mein Inventar ausbauen. Ich bin schon dabei. Scrap Iron brauchen wir. Ja, ganz viel. Hab ich. 80 Stück. Sehr gut, schon mal ein Anfang. Pack das hier mit rein. So, 1, 2, 3, 4. Ah, das reicht mal. So, dann schau ich noch schnell in die Mine, ob es da irgendwas Interessantes gibt, bevor es dunkel wird. Ja, so geht's auch. Erstmal alles reinmüllen, ich sortiere später. Oh, da ist ein Kanickel gestorben. Welch Zufall. Baut ihr dann auch schon unten ein bisschen aus? Inwiefern? Auch eine Mauer. Richtig. Gut. Ja, zum einen die Mauer und zum anderen, die gehen ja wieder ganz fixiert auf die Türen, die Kollegen, und tot. Ja, na gut, ja, wenn man eine Mauer haben, dann kommt ja keiner. Die Mauer kommt ja keine Tür. Dann wäre eine Idee, hier oben die Treppe zu beseitigen, damit die nur unten die Tür als Angriffspunkt haben. Das ist eine Möglichkeit, ja. Aber was? Wer will was mit der Treppe machen? Weghauen. Was oben? Unserem Fluchtweg? Den einzigen? Ja, ob sie jetzt in die Treppe hochrennen oder ob sie so oben hochrennen? Ja, wenn man noch einen Weg haben, wo wir dann raus können. Springen wir aus dem Fenster Seite oder aus dem Zur Not können wir da ja nochmal Woodframes außen rumsetzen und eine Leiter runter machen. Und einen Deckel oben drauf. Oder über die Brüstung springen. Ja, und, ist das angenehm, Herr Delfino? Nö. Nö. Möchtest lieber eine bequeme Treppe haben? Natürlich. Naja, wenn der Herr Delfino das so haben möchte. Luxus pur. Sonst hätten wir gleich in der alten Bretterbude bleiben können. Nee, da geht's ja aber nicht um Luxus, da geht's ja dann mehr um Sicherheit. So, ich habe zumindest schon mal Kohle gefunden in der Höhle. Das ist gut. Oh. Ist doch schon Zombies begegnet? Natürlich. Ich hab noch einen Forge. Vielleicht in den anderen. Hier oben ein Bett aufs Dach gestellt. Ich. Kann ich den einen Forge auf den anderen Forge draufstellen? Wäre cool, wenn das geht. Sollte funktionieren. Ich kann ihn dahin. Molt. Hat der Shadow sich schon ausgemüllt oder hat er das alles noch im Inventar? Ich habe mich ausgemüllt. Wo ist denn der Clay? Der Clay, da ist der Clay. Die Zementmold brauche ich dann für den Stein. Du brauchst dann nur Stein, wenn du Zementmold hast. So, dann schauen wir mal, was das hier für ein Zeug ist. Ich glaube Eisen. Eisen. Oh, das ist Blei. Okay, dann schauen wir mal weiter. Von der Lampe macht mich wahnsinnig. Was?
Wenn du eine Waffe in der Hand hältst und diesen Helm hast, dann fängt das an zu zittern ohne Ende. Das müsste Kohle sein, genau. So, lange bleibe ich hier unten nicht. Um 17 Uhr spätestens drehe ich den Rückweg an. Mhm. Ist, glaube ich, auch ganz cool, ja. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach Eisen, was wäre ein bisschen wichtiger als andere. Wo soll denn die Mauer gezogen werden? Das überlege ich mir noch. Das weiß ich dann, wenn ich die Weaver Frames habe und weiß, wo ich die Mauer hinsetze. Schön groß fit. Ja, wir werden erstmal eine kleinere ums Haus finden, das falls die große doch überbrücken sollten, verkaufen. Richtig. Und dann werden wir noch eine weiter außen errichten. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal. Gerade jemand am Sortieren. Ja, wieso? Dann funke ich da nicht dazwischen. Das ist aber sehr nett. Ich würde ja gerne die Waffenteile einfach in den Schriftteil zerlegen. Kommt drauf an. Irgendwas dabei ist, was wir nicht mehr brauchen, weil es irgendwie total unnötig ist. Aber ist ja immer noch nicht zu. Was ist das denn? Ach, Potassium, guck mal einer an. So. Ich hoffe, in den Dings bringt sie. Bisher. So, aber eisenmäßig sieht das hier gar nicht so gut aus. Nicht viel zu haben. Nee, dafür habe ich jede Menge Blei. Was ist das hier? Ah, okay, eine Leiche. Hm. Zero? Ja? Brauchst du noch eine Pickaxe für das Loch, was du buddeln wolltest? Ja, das wäre super. Ich hätte hier eine, die ist orange. Du musst halt schauen, dass du irgendwie Streifen hast, damit du sie reparieren kannst. Haben wir irgendwo welche? Ja, ich schmeiß dir welche mit raus. Warte, einmal. Und zweimal. Du wirst sie alle rausschmeißen. Oh. Das schaut ja lustig aus. Ja. Paprika? Wo? Rennt immer noch mit dem Buch in der Hand rum. Oh shit. Vero? Ja, ich bin gerade noch am Einsortieren. Das ist so ein bisschen Kampf, ein Inventar leer zu kriegen. Dann muss ich weil ich ungefähr 10-mal klick und einmal pick. So, wie machen wir das jetzt? Das machen wir am besten so. So, kann ich? Ja, du kannst. Einmal die Pickaxe. Na. Und einmal die Pipes. Wunderschön. Schön. Ach, das ist ja, oh nein. Ach, das ist passiert. Ich bin gerade diesen Steilhang darunter gerutscht und dachte, ich breche mir was, aber alles gut, alles gut. So, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass man diesen Steilhang nicht richtig einschätzen kann. Jetzt muss ich mir erstmal ein paar Steine holen zum Hochbuddeln. Und alle Steine, die du abbaust, lieber Zero, da unten in die Forge rein. Moment machen kann. Wo ich könnte mich, glaube ich, kann ich mich hier nicht hochbauen? Ich habe gerade so einen netten Grafikfehler, wo ich in den Boden reinschauen kann. Ah, gibt's was Interessantes? Ich sehe da hinten hier irgendwo eine Höhle beginnen. Ja, natürlich mal. Ich kann nicht abschätzen, wie weit die weg ist. Die ist auf der anderen Seite vom Wasser. Irgendwo. Geht so richtig steil runter, dann so ein Gang und dann so eine große Höhle. Ich mag große Höhlen. So, komm, hoch da, so. Wo ist denn unsere Iron Ingot Mold? Das ist eine gute Frage. Haben wir mitgebracht? Ah. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Das
alles nachgeladen. Du müsst in der Theorie irgendjemand dabei haben, weil im Ofen, in der Forge selber war der Bronze drin. Was sucht ihr? Ja, was die sucht Iron Ingot Mold. Hier oben in dem oberen Schrank. Über. Okay. Jetzt gibt das was Sinn hier. So. Oh, verdammt, das wird knapp, bis ich nach Hause komme. Wow. Noch nicht ganz 17 Uhr. Ja, ich hoffe, dass ich bis 17 Uhr hier raus bin. Aha. Haben wir schon Holz für eine Leiter übrig? Wir haben genug Holz. Ja, traumhaft. Wir haben mehrere Bäume gefällt. Müsste eigentlich eine Kiste genug drinnen sein. Na komm, geh da hoch. Sei ein Braver. Genau. Was war das? Ja, das war da ist jemand gegähnt. Da ist jemand unterfordert. Oh oh. Ich arbeite mich hier gerade Stück für Stück wieder aus der Höhle raus. Das ist echt nicht praktisch hier. Okay, ich gehe. Da kam plötzlich ein Zombie aus dem Nix. Aus dem Nichts? Mhm. Kam plötzlich auf mich zu. Ich gehe dem Shadow entgegen, falls unterwegs Zombies auftauchen. Ach, das ist egal. Ich habe genügend Artillerie dabei. Trotzdem. Ach. Habe ich wenigstens irgendwas gerade zu tun. Die das mit dem Ladefehler ist wirklich blöd, weil du fliegst dann fast ins Nichts hinein, dort wo die Ladefehler sind. Oh, das habe ich, da gibt's irgendwie einen Debug-Mode, habe ich mal gehört. Aber wie genau der funktioniert, das weiß ich nicht. Weil der Fehler, der ist wohl bekannt. Ja, weil er ist da, aber teilweise, wenn du dann in der Nähe irgendwas aufklappst, irgendwelche Kräuter sammelst, dann verschwindet's wieder. Freiheit. Mhm. Freiheit? Nein. Ich bin wieder draußen. Das Thema ist nicht mehr modern. Viel zu überbewertet, Freiheit. Ja, genau. Das war mal ein großes Thema im Internet, aber jetzt nicht mehr. Da oben ist wirklich fast schwer Rotlicht. Rotlicht? Ja, durch die Sonneneinstrahlung. Das Holz da ist eine leicht rötliche Färbung mit dem Licht. Dachte ich etwas schon. Verrückt. So, haben wir irgendwo, wo ist unsere Kräuterkiste? Wir haben noch keine Kräuterkiste. Oder ganz halt rechts vor. Unten ist Medizinkiste. Ah ja, jetzt versuche ich es gerade. Ich hab nämlich so gelbe und rote und grüne, dieses ganze Kräuterzeugs gesammelt. Das ist komische Gemüse. Genau. Oh, ich sollte was essen. Ja, wobei die roten eigentlich nur zum Färben vom Holz gut sind. Egal. Ach, guck mal, einer an, der Wildgeist ist da. Der wilde Wildgeist. Der wilde, wilde Westen. Wo haben wir die Baumwolle, in welcher Kiste? Keine Ahnung, irgendwo bestimmt. Das ist immer... Ist noch am Sortieren. Da sind 33, dann hau ich's da mal rein. Und ein paar Federn habe ich mitgebracht und Stöcke. Da war ein leeres Wasserglas. Ich werde versuchen, alles auszumüllen. Ich habe mal links unten alles ausgemüllt. Gut, gut. Ich würde sagen, links unten machen wir die Mutterkiste. Ja, schauen wir dann. So, das nächste Mal, das nächste Mal, wenn ich in die Höhle gehe, dann... Noch ist ja alles Müllkiste. Ja, ja. Das ist gut. Aber zumindest, dass wir die bevorzugt zumüllen und nicht die anderen. Ah, da kommt wer. Schönen guten Tag. So, wo darf ich mich reinmüllen? Die ist wieder zu Hause. Links unten. Da, wo Platz ist. Links unten. Ha. Hau mal rein, was geht. So, alle drin. Oh, scheiße, ich hab das Ei fallen lassen. Das hat Ei irgendwie was, dieser moderne Küchenstil mit dem Retro-Look drüber. Das hat Zukunft, das können Sie jetzt hier kaufen für nur 699. Genau. Haben wir sowas wie eine Schmiedekiste? Nein, noch nicht. Achso, weil ich habe hier nämlich Eisen und Blei und Steine und alles. Nö, das könnte man irgendwo gleich bei den ganzen
Brennöfen irgendwo reintun. Genau, ich habe da mal schön fleißig reingeschmissen. Ich hatte irgendwo Couches mit drin. Was, die sind schon verbrannt. Ist der Couch okay. aufbauen? Nee, zum Verbrennen sind die ganz gut. Achso, ja. Dann pass mal auf, ich schmeiß da mal einen ganzen Kohleblock rein, dann brennt das wieder 7 Minuten lang. So. Ich brauche was zum Verbrennen. Nehm Hexen. Genau. Beim nächsten Mal dann. So. Ihr habt meine Hexe gefunden, dürfen wir sie verbrennen? Nein, Hexen verbrennen ist verboten. Ach, verdammt. Hexen darf man verbrennen. Nein, darf man auch nicht mehr. Nur 13 nicht, weil das bringt Unglück. Ach so. 12 ist okay, 13 ist schlecht, wenn dann 14. Hast du vielleicht oben noch Holzstämme zum Verbrennen? Wir hatten zum Beispiel. Ich hab noch ganz viel Couch. Ja, dann schmeißt du die Couch rein. Genau. Ich doch gemacht. Ich krieg dir eine Kiste nicht auf. Welche? Ich auch nicht. Die rechts in der Mitte. Und ich weiß nicht, was da drin ist. Offen oder einfach so? Die krieg ich auch nicht auf. Nein, die geht einfach mal wieder nicht auf. Ja, sie ist unlocked, aber wahrscheinlich wieder nur der Öffner, der sie zugemüht hat. Ich komme gleich mal und probiere mal. Vielleicht war das wieder bei mir irgendwie schwierig. Ich, den habe ich aus der Höhle mitgebracht, der ist gut. Cool, Masch. Gott. Um meine Ordnung zu halten hier. Im Männerhaushalt. So, ich reiß hier gerade mal das eine Zelt ab. Okay. Das braucht eh keiner. Richtig, aus dem Stoff können wir dann wieder Verbände oder sowas machen. Hm, stimmt. Dabei haben wir ja auch überhaupt gar keinen Stoff irgendwie herumrennen oder so. Ich weiß es nicht, ich habe mir gedacht, haben ist immer besser als brauchen. Richtig. Ja, das sowieso. Wir haben ja vor, lange zu überleben, dann brauchen wir viel. Das komplette Zelt bricht ein. Das ist auch Sinn und Zweck. Das heißt, die Teile liegen dann auch alle am Boden rum. Jo. Hier geht nichts verloren. Nee. Das ist gut. So, ich habe jetzt mal eben schnell über 250 Stoff gemacht. Ach ja, das hat sich ausgezahlt. Nett. Da haben wir so schnell keine Probleme. Nö, da können wir mal den ein oder anderen Gastschlafsack machen. Richtig. Genau, wir brauchen ein Gästehaus. Ich mach jetzt da mach ich. So, dann hauen wir hier noch schnell die Pfosten mit ein. So. Möchtest du noch ein paar Stühle zum Verbrennen haben? Nimm mit, was du nehmen kannst. Genau. Solange du unsere Einrichtung nicht zerlegst. Nee. Das habe ich schon gemacht. Die Stühle sind schon gemacht. Okay. Jetzt ist mir gerade Stoff auf den Kopf gefallen und hat mich verletzt. Ich glaub's ja nicht. Tja. Cool. Ist der Baumstumpf da drüben eigentlich leer? Nein. Nö. Hab noch nicht reingeguckt. Ja, wir haben nicht alles hier gelootet. Da waren nochmal 4 gute Dosen Essen drin. Oh, okay. Das war der gute Stoff, Chicken Ration. Hey, cool. Was ist los, brauchst du eine Axt? Ja, offensichtlich. Ich hab keine Werkzeuge mehr. Oh, da ist noch ein Stuhl.
Gut, dann wieder zurück zur Basis. Ja. Was ist los? Hatte jemand ein bisschen gebuddelt. So, ach nee, da ist schon, schaut aus, als wäre sortiert. Dann melde ich mich da rein. Wo ist sortiert? In der einen Kiste sah es aus. Die einzige Kiste, die schon sortiert ist, ist die rechts unten. Jetzt kommt die rechts oben dran. Da kommt das Holz rein. Haben wir irgendwo noch Eisen übrig? Hier? Zum Reparieren von der Axt. Ich habe welches. Warte, schmeiß ich dir mal raus und liegt. Musst du einfach mal E drücken und halten, das liegt nämlich hier rum. Danke. Nein. Ich hab's nicht, danke. Ich hab's gerade eingesammelt, so. Hier. Und da in der Mitte. Na komm schon. Hier schön. So. Ziehe ich mal meinen Posten oben auf dem Dach. Aber bis jetzt schaut es noch recht ruhig aus. Durchaus. Und die Nacht, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge, wa? Ja, können wir. Der Herr möchte. Genau. Nun dann, bis... Wir sind ja flexibel. Richtig, flexibel wie Gummiball. Genau, wie Gummibärchen, oder? Das auch. Nein, wir hüpfen hier nicht. Okay, ciao, ciao. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.